Hallihallöchen, hier ist euer Nachbar 1988. Wir spielen wieder Mario Kart DS und weiter geht's in der Grand Prix, im 100er Grand Prix nämlich. Und wir nehmen Peachy. Nein, mit dem Go-Kart schon gar nicht. Wir nehmen Maltod mit seinem Allradwagen. Und wir haben den Retro Cup, den letzten, den Blitz Cup. Somit haben wir dann auch diesen abgeschlossen. Der Allradwagen. Wie die Allradwippe, so, oder glaube ich, so heißt das Ding hier. Da müssten wir doch eigentlich Vorsprung herauswuseln können. Also wir fahren hier sowieso durch. Natürlich, ich drifte und fahre einfach irgendwo an. Das haben wir letztens auch schon gehabt. Einfach gucken, dass wir hier nicht irgendwo ankommen. Nur driften ist mit dir ein bisschen schwierig, Toadie. Toadie. Eine Banane hat er gehabt, der feine Luigi. Yes, und da knallt's. Also der Go-Kart schwimmt ein bisschen, um es auszudrücken in der Fachsprache. Ein schwimmendes, allradbetriebenes Go-Kart-Line, das eigentlich nicht sein dürfte. Aber wir sind Platz 1. Und Toadie gewinnt. Vielleicht doch der perfekte Allradantrieb. Es sieht aus wie damals von Taiko RC, der Rebound. Kennt den noch jemand? Aus den 90ern. Der auf allen Seiten weitergefahren. Das Eck. Eckstein, alles muss versteckt sein. Der einfach, wenn er sich überschlagen hat, weitergefahren ist, weil auf der Unterseite war er blau und oben rot. Ja, genau. Ihr werft mich raus, ich komme nach. Hoffentlich irgendwie. Und Buhus. So, wir müssen jetzt alles aufholen. Denn ein Unfall ist ja nicht genug. Nein, wir müssen ja dann noch runterfallen auch. So, und jetzt Kugelwilli. Do your thing. Also Kugelwilli ist schon eine geile Erfindung, wenn man weiter hinten ist. Eine tolle Idee vom Spiel. Nur so wie bei Mario Kart, wo dann oft einfach drei Leute gleichzeitig mit Kugelwilli auftricksen von hinten und dann einfach das ganze Feld durcheinander wuseln. So, was hast du? Du hast ein Schild. Aber jetzt. Und getroffen. Hallo Luigi im Staubsauger. Mit denen habe ich damals alles durchgespielt. Ich glaube, jetzt habe ich schon circa 1000 Mal erwähnt. So. Fahr in die Banane. Er macht es wirklich. Er hat es getan. Wenn Stachelpanzer kommt, einfach abbremsen und hoffen, dass es dann Luigi erwischt. Ja, und der fährt auch noch in die Banane. Vielleicht hätten wir genug Vorsprung schon. Nein, Luigi kommt schon wieder. Wo man sich denkt, wie ist das vermöglichbar? Welcome. Im zerfallenen Geisterhaus.
Und auch den Spukpfad. Platz 1. Der moderne Allradantrieb des Toadies. Okay. 20 Punkte von möglichen 40 bis jetzt. Oh. Werden wir uns die Welt von unten ein paar Mal vielleicht angucken? Ich hoffe zwar nicht. Und eine der berühmten Explosionen zum Start, ne? Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und dafür gleich einen Kugelwilli. Jetzt erblindet, meine Freunde. Eure Autos von Peach und Daisy, die zusätzlich freigeschaltet wurden, erinnern ein bisschen an die Golfkarts. Naja, oder auch doch nicht. Ja, und Luigi mitgenommen in den Tod. Nein, nicht in den Tod, aber den Auswirkungen des Panzers. Und wir schießen ihn mit seinen eigenen Waffen weg. Daisy Line. Daisy Line, fein. Weiß gar nicht, bringt das irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Wir sind genauso schnell, als würden wir. Hey, wer war da so ein Spaßvogel, ne? Und denkt sich, das könnte ihm gefallen. Diese nette Meute. Ein Turbo. Komm schon, Toadie! Beide gleichzeitig. Wie könnt ihr mich überholen? Ihr könnt weder Windschatten gehabt haben. Boah, ihr regt mich auf. Du. Boah. Nein! Das ist nicht euer Ernst. Verflucht seist du, Spiel. Äußerst verflucht. Hi, Yoshis Piste. Das ist ja wirklich. Ich bin enttäuscht, Spiel. Also das ist ja wirklich. Oh. Magengeschwürartig. Da sieht man mal wieder. Sonst kommen. Nur einer Stachelpanzer, diesmal waren es drei. Welche Freude. Ups. Ich war jetzt ein bisschen auf die Wii U-Version eingestellt und da ist die Strecke doch ein bisschen anders als hier. Nicht nur vom Optischen, sondern auch von der Streckenlegung, also von den Kurven. Also die beiden sind ja wirklich Luigi und Daisy. Das ist das berühmte Mario Kart Phänomen. Je schneller man selber fährt, desto mehr klebt einem der Gegner am Nacken, oder? So Mario 64 mäßig. Ah, Mario 64. Mario Kart 64. Je schneller du warst, umso schneller waren die Computer. Ich konnte es Turbo geben bis zum Unendlich Turbo eigentlich. Und der Computer kam trotzdem nach. Plötzlich war er wieder vor dir, wo du denkst, hä? Was ist denn das? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, dieses Phänomen hätte sogar einen eigenen Namen.
von Nintendo, wollte ich sagen, nein, überhaupt in den Spielen. Ich habe das immer früher Magnetismus genannt, je weit, also weil man, je weiter vorne man war, desto mehr wurde man zog man die anderen sich nach. Und dann treffen die Panzer in der Seite. Mann, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Yes. Fududu. Wieder eine Glanzleistung, Herr Nachbar. Sie sind der beste Spieler. Ich bin so froh, dass ich Sie kennengelernt habe. 36 Punkte von 40. Ein Geschwür. Also das vorletzte Rennen war ja jetzt wirklich mal wieder Freude verlockend. Und wir haben den Blitzcup. Immerhin das auf Gold. Wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn es weitergeht, mit 150 Kubik Hubraum. Euer Nachbar 1988. Tschüssikowski und bye bye.